YouTube. Heute Abend kurz noch unterwegs im Focus RS. Alles soweit klar machen für die letzten Steps. Einiges ist schon verbaut. Wir haben die Ansaugung schon verbaut. Wir haben den Ladeluftkühler verbaut. Wir haben die Drehmomentstütze verbaut, die Schaltwegsverkürzung und diverse andere Bauteile. Und jetzt wollen wir einfach nochmal probieren, mal nochmal 0 auf 100 zu machen. Ich mache jetzt mal 0 auf 100 ohne Launch Control, weil ich der Meinung bin, dass das bei dem Auto deutlich besser ist. Wer weiß, vielleicht wirke ich ihn auch ab. Aber ich hoffe es mal nicht. Werden wir mal probieren, was wir machen können. Bereit, wärmer. Eine 5,01, das heißt 5 Sekunden in diesem Fall. Ich kann es euch, wenn ihr wollt, nachher im Video einblenden, aber ihr habt es ja grob im Display gesehen. Versuchen wir mal noch eine Messung 2 hinterher, dass wir da einfach einen Vergleich haben. Und wie schon gesagt, ich werde euch nachher noch ein zweites Video machen mit 100 auf 200. Hier auch nochmal der Hinweis, der Kunde weiß Bescheid, es ist mit dem Kunde abgesprochen. Der Kunde wünscht es auch, dass man da vorher nachher den Unterschied sieht. Ja, und deswegen braucht euch da keine Sorgen machen. So, damals gemessen eine 5,12. Alles, wie schon gesagt, noch unkorrigierte Werte, aber das bestätigt jetzt den Wert und das bestätigt auch meine Vermutung, dass definitiv diese Umbauten, die wir bis jetzt gemacht haben, bereits was gebracht haben. Seitdem die Ansaugung im Fahrzeug verbaut ist, ist das Fahrzeug deutlich spritziger. Also man hat auch schon mal so ein Kribbeln im Bauch, das man einfach davor nicht gehabt hat, und das ist jetzt definitiv da. Und man merkt auch, dass die Gasannahme ein bisschen direkter ist. Viele belächeln es da immer und sagen, ja, das bringt doch eh nichts, das bringt doch eh nichts. Ja, es ist richtig, es gibt Fahrzeuge, wo es definitiv nichts bringt. Ja, wenn man da zum Beispiel eine Downpipe macht, wenn man keine Software anpasst und so weiter. Ja, also nur Hardware bringt bei manchen Fahrzeugen nichts, wenn der Datenstand nicht angepasst ist. Hier fühle ich es definitiv, aber wir werden ja auch den Nachweis bekommen, weil wir gehen ja nochmal auf den Prüfstand, um nur rauszufinden, was die reine Hardware bringt. Und dann können wir Abstriche machen. Das heißt, wir haben einmal einen Step komplett Serie, wir haben einmal einen Step nur rein die Hardware und wir haben einmal den Step die Hardware mit der Software. Und dann können wir explizit sagen, wir gehen auch explizit gerade jedes Mal dann um die gleiche Uhrzeit messen, um einfach ungefähr ähnliche Bedingungen zu haben, auch wenn es jetzt ein bisschen wärmer ist. Das heißt, wir haben eigentlich eher schlechtere Bedingungen wie letzte Woche, aber wir sehen dann sofort den Unterschied und wir sehen dann sofort, ja, es hat was gebracht oder nein, es hat nichts gebracht. Ja? Jetzt danke ich euch fürs Video schauen, wünsche euch eine ruhige Nacht und wie schon gesagt, es wird noch einen weiteren Part geben, 100-200. Da lag man bei 13,7 unkorrigiert. Bin ich gespannt, was da im Video rauskommt. Gute Nacht, ciao.